Es mag ein einfacher brauner Karton sein, aber der Inhalt ist königlich. Es ist Post von der Queen. Das ist vielleicht die Revolution, denn mit diesem exklusiven Ketchup wird es jetzt royal am Grill. Die Queen schwingt nicht mehr nur das Zepter, sondern auch den Kochlöffel und verkauft jetzt auf ihrem Landsitz Sandringham selbstgemachten Ketchup. Aber sind wir normalen Bürger eigentlich würdig und bereit, uns unsere Pommes veredeln zu lassen? Hier werden wir es rausfinden. Gabis Imbiss ist eine Institution in Berlin. Viele Promis haben hier schon gespeist. Heute ist dieser Ketchup der prominente Gast. Was sagt die Chefin? So. Riecht ein bisschen säuerlich. Ist säuerlich. So, da wollen wir doch mal schauen. Also Essig. Und Anchovies. Für unsere Gäste wäre nix. Die Chefin ist skeptisch. Kann der Ketchup der Queen den deutschen Imbissgaumen überzeugen? Gabi! Schmeiß die Friteuse an. Mit ins Rennen gehen zwei beliebte Klassiker. Ein Gewürzketchup für 5,97 Euro pro Kilo und ein Markenketchup für 3,31 Euro pro Kilo. Den Queen-Ketchup gibt es für stolze 28,17 Euro pro Kilo. Die Mittagsgäste entscheiden, welcher Ketchup am besten zu ihren Pommes schmeckt. So, ich sehe, Sie haben sich Pommes geholt, da fehlt noch Soße. Was ein glücklicher Zufall, ich hätte mal drei zur Auswahl. Ich würde gerne von Ihnen mal wissen, welche schmeckt Ihnen am besten? Ich verrate schon mal, eine ist royal. Na dann, Hanna, lass die Spiele beginnen. Sehr gut. Fangen Sie mal mit dem Gelben an. Sehr tomatenmarkig. Nee. Nee, wirklich nicht. Zu säuerlich. Ist nicht mein Fall. Der Gelbe schmeckt relativ neutral. Na, gar nichts. Mir schmeckt der gut. Das ist der normale Ketchup. Mhm. So wie man kennt. Schmeckt wie Tomatensoße für Nudeln. Ein klassischer, guter Ketchup. Passt zu Pommes. Vertrautes Gebiet für unsere Tester. Aber das verlassen wir jetzt in der Blindverkostung. Wie schmeckt der Ketchup der Queen? Der Bann ist im Blauen. Blauen? Der glänzt so, das ist bestimmt der Royale. Greifen Sie zu, wir haben genug. Ich wollte eigentlich gerade auf Bikini-Diät. Sehr fruchtig. Würden jetzt nicht unbedingt auf den Pommes bevorzugen, aber der schmeckt. Der schmeckt nicht. Der schmeckt mir sehr gut. Der ist viel zu sauer, der könnte ich gleich Essig nehmen. Der ist ein bisschen feiner vom Geschmack. Oh, sehr tomatig. Schöne Tomaten. Was ist denn da noch drin? Komischer Geschmack, kann ich nicht zuordnen. So ein Mango, Orangen, irgendwas Fruchtiges noch. Ja. Und der ist zuckersüß. Aber untypisch, hast du so einen schon mal probiert? Nee. Ich glaube nicht. Das ist einfach nur eine Essigjauche. Das ist neu, aber ist nicht schlecht. Behandelt man so etwa königliche Tomatensoße? Wenn unsere Tester wüssten. Letzter Test auf grünem Grund. Curry-Ketchup, ja, ne? Lieben wir. Ne? Ja. Ich liebe Curry-Ketchup. Curry-lastig, aber ist okay. Na, das Curry-Ketchup. Den würde ich nicht als royal einschätzen. Schmeckt ein bisschen wie zu einer Currywurst passend. Und so ist Curry? In diesem Ketchup ist Honig drin, ne? Ja, ich finde den gut so. Ja. Der könnte in der Farbe anders sein, finde ich ein bisschen freundlicher. Na, irgendwas ist ja immer. Aber hier reden Profis, denn die Deutschen sind Ketchup-Champions. Für 2022 wird bei uns ein Verbrauch von 6,5 Kilogramm pro Kopf vorausgesagt. Damit hätten wir sogar die Amerikaner mit nur 5,1 Kilogramm abgehängt. Auch ohne die Queen. Welcher Ketchup ist royal? Der blaue. Ich würde fast sagen, der blaue, der fruchtige. Das ist, glaube ich, der königliche Ketchup. Die Ketchup-Profis liegen richtig. Aber die entscheidende Frage ist, ob der Ketchup der Queen unsere Tester im Geschmackstest überzeugen konnte. Das Ergebnis ist eindeutig. Mit jeweils 6 Stimmen gewinnen die vertrauten Klassiker. Gleichstand auf dem Siegertreppchen. Der Ketchup der Queen kann nicht überzeugen und schafft es nur bei 3 von unseren Testern auf die Pommes. Zu wenig für den Sieg. Sie sollte bei dem, was sie kann, bleiben, bei Briefmarken. Tut mir leid, Queen. Tja, die Zeit war anscheinend noch nicht reif an Gabis Imbiss. Die Queen ist toll, aber ihr Ketchup bleibt vorerst auf der Insel.